Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous, einer neuen Folge Borderlands. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sollen auf die Sentinel gehen und das letzte Ding gleich abgeben. Also ich bin schon da und werde das jetzt abgeben, also ihr bleibt mal dran. So, bei ihr gebe ich die ja immer ab. Ich hätte gedacht, als Kammerjäger würde man vielen... Damit fehlt nur noch ein... Neue Waffe. Dann können wir noch eine da unten reinpacken. Was nehmen wir denn da? Also mal durchswitchen. Wir müssen da keinen Anhänger dran. Mensch, sobald du es hast, treffen wir uns bei der Kammer. Tennis, das gefällt mir nicht. Lilith, ich verstehe deine Bedenken, aber es ist, wie es ist. Die Kalypsos werden kommen, um vom Kammermonster zu zehren. Ich muss da sein, damit ihr Teller leer bleibt, wenn es soweit ist. Glaub mir, niemand anderes als ich kann das. Es ist ihre Entscheidung, runterzugehen, Lilith. Und wir müssen irgendwas tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet, aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Calypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest, aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Was ist sie denn überhaupt? Sie kommt schon dahinter. Was kommt als nächstes, Lilith? Wainwright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wainwright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich passe auf das Schiff auf, Baby. Ist das Iridianisch? Passiert natürlich nichts. Okay, auf zu Wainwright. Wo bist du denn überhaupt? Ist sie auf dem Schiff? Natürlich nicht. Machen wir mal Schnellreise, Orbit. Natürlich wieder auf Eden 6. Guck mal, direkt hier. Im Base. Dann geht's auf zur nächsten Kammer. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das Fragment ist automatisch mit der Kammer verbunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Kammern es eigentlich gibt. Drei? Hat das irgendwer mal gesagt? Frage, wer als nächstes stirbt. Achtung, Spoiler, ich glaube, Lilith geht auch drauf. Bei sind wir wieder angekommen. Kammerjäger, ich habe Feuer in der Brust und eine Waffe in der Hand. Holen wir das letzte Schlüsselfragment zurück. Ich weiß, wo es ist. Im Jacobs Pulverkeller. Entschuldigung, Pulverkeller? Das ist, wo wir das unverkennbare Schwarzpulver in Fässern reifen lassen. Mein Vater muss das Fragment in einem der großen Reserve-Schwarzpulverfässer versteckt haben, bevor die Kalypsos kamen. Clay kennt einen Geheimgang hinein. Geht zu ihm. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Während du in den Keller eindringst, schleichen Alistair und ich an den Fanatikerwachen der Harpie vorbei. Heute Nacht holen wir uns Jacobs zurück. Hört, hört. Sobald du bereit bist, findest du mich am Wasserfall. Welchen Wasserfall schon wieder? Wir können ja so reisen. Was Aurelia Wainwright und den Bewohnern von Eden 6 angetan hat. Sie muss für ihre Verbrechen bezahlen, aber sie ist immer noch meine Schwester.
Wenn ich sie persönlich sprechen würde, könnte ich sie vielleicht dazu bringen, aufzugeben. Es gab genug Blutvergießen. Und manchmal können Familienbande repariert werden. Gib mir diese Chance. Ich bitte dich als Bruder. Da war schon jetzt schon wieder hin. Jetzt ist er da. Wo bin ich? Kein Ding. Kann ich hier gerade runterbrettern? Was ist das Schwachsinn? Schwachsinn, also lieber nach da. Nee, mal ein bisschen so chicky chicky. So. Jetzt geht's hier rein. Okay. Müssen ja Gott sei Dank immer nie alleine irgendwo reingehen. Da wären wir. Ernsthaft? Ein geheimer Tunnel hinter einem Wasserfall? Ja, die Jacobs-Familie liebt ihre Geheimnisse. Ja. Dieser Gang führt direkt unter dem Anwesen hindurch. Immer locker bleiben, Schlitzohr. So, Blackberry Chalice. Ich hab keine Ahnung. Black Bell. Gucken, wo wir jetzt ankommen. Direkt in den Pulverkeller führen. Das Fasslieferrohr ist ganz in der Nähe. Bewegung und pass auf, wo du hinschießt. Super. Hier, wirst du sterben! Gucken, was die Waffen aus dem Dorf haben. Die gefällt mir ja gar nicht. Habe ich die Dings noch behalten? Jawohl. Die machen eigentlich mehr Spaß. Finger weg vom Fleisch steht immer. Weiter da lang. Tiger, Tiger, brennst du hin! Wir nutzen alte Schnapsfässer, um jedem Schuss aus einer Jacobs-Waffe das unverwechselbare Aroma zu verleihen, das unsere Kunden so schätzen. Jede Charge ist einzigartig. Ich selbst bevorzuge ein Eichen-Brandy-Fass. Eiche braucht länger, als man denkt, aber das Warten lohnt sich.
Interessanter Mix. Alistair und ich sind fast bei der Liefersteuerung. Kammerjäger, sichere den Raum. Das Schlüsselfragment darf nicht in die Hände der Fanatiker fallen. Explodier. Ich lebe für den Scheiß. Das hier hat vielen gegeben. Ja, komm schon. Stoppen, Booster. Schauriger Erfolg. Du wirst Smurries zurückkehren mit dem Schleim. Okay, ich hab irgendwas. Fertig. Pünktlich auf die Minute, Kammerjäger. Wir sind jetzt an der Steuerung. Das ist ein Schrank voller farbkodierter Hebel und Regler. Winnie, du hast mir nicht gesagt, dass wir ein kompliziertes Rätsel lösen müssen. Unsinn. Ein kompliziertes Rätsel ist Belohnung genug. Kammerjäger, du musst nur die Anforderungstaste bei dem Lieferrohr da drücken und die Röhre neben dir öffnen. Wir kümmern uns hier um das Rätsel. Mal sehen. Das ist der Hebel hier, die Amplitude hier. Zurückfahren. Winnie, beeil dich, wenn meine Schwester uns findet. Das Rad auf Törtchen stellen, an der silbernen Kette ziehen und los geht's, Kammerjäger. Das war eindeutig nicht richtig. Verdammung. Alistair sucht nach Hinweisen. Ich habe einen ausgestopften Fisch mit einem Code drauf gefunden. Das wird die Antwort sein. Alistair liest die Hinweise vor und ich löse alles. Ich bin nicht in der Stimmung für... Na schön, bitte sehr. Adler, Krabbe, 7, Wendigo. Jetzt kommt der spaßige Teil, Alistair. Genieß es einfach. Da, Code eingegeben. Kammerjäger, drücke auf die Anforderungstaste. Diesmal wirklich. Immer noch nein. Herr Jemini, das war ein Ablenkungsmanöver. Pass auf, falls noch mehr Fanatiker kommen, Kammerjäger. Ist
Ich mich gerade weniger. Haben wir noch was anderes Kleines? Den Großen hätte ich jetzt schlecht platt machen können. Es tut mir leid. Dann müssen wir wohl nochmal rein. Jetzt mal langsam. Ja. Das geht mal mit. Na gut, das sollte hier jetzt kein Problem sein. Oh, komm. Whitty, würdest du dich bitte beeilen? Ich schätze den Gedanken an eine Konfrontation mit meiner Schwester nicht sehr. Verdammt, Alistair. Mein Vater ist tot, mein Unternehmen in der Hand von Banditen und ich verhökere mein Erbe, weil ich dein Leben retten musste. Ich muss mich verdammt nochmal amüsieren, wenn ich das letzte Rätsel löse, das mein Vater mir hinterlassen hat. Ich... Du hast recht. Es tut mir leid. In dem Fall sollte ich dich wohl nicht auf den Code hinweisen, der an der Decke steht. Was? Oh, verdammt. Blauer Hebel, weiße Taste, Kupferkette. Alistair, du cleverer Bastard, das ist es. Kammerjäger, drück die Taste. Ich hab's. Die große Reserve. Haha, was habe ich gesagt? Kinderspiel. Das Schlüsselfragment müsste da drin sein. Ja, ist es. Das nenne ich Teamwork. Jetzt können wir die Kammer öffnen. Triff Alistair und mich bei den Gärten. Ich mache den Weg für dich frei. Folge einfach der Förderanlage, die aus dem Raum führt.
Das da oben war da was. So, hier rum. Nein. Ah, leck mich doch. Hier aber hoch. Ich glaube schon. Manchmal sollte man nicht so rumalbern. Und ab geht's. Das bringt dich zum Brennraum. Gleich bist du da. Die nehmen wir mal mit. Dieser Flügel des Anwesens hat schon begonnen zu verfallen, bevor die Harpie es sich gekrallt hat. Mein Vater hielt Hausmeister für eine nutzlose Spielerei, wie Schlaflieder und Geburtstagsfeiern. Und ich wollte doch nur einen verdammten Clown, der Luftballontiere macht. Entschuldige, ich reiß mich schon zusammen. So, ein bisschen Money scheffeln. Halt mich mal gespannt hier. Ich schalte Kammerdiebe aus! Scheiß dir! Kämpfen wir! Was ist überhaupt real? Diese Kartoffel! Ich nehme mein Chili-Rezept mit ins Grab! Geschafft. Ha, ich wünschte, ich könnte das Gesicht der Harpie sehen, wenn sie es herausfindet. Wunsch erfüllt. Hände über den Kopf, wenn ich bitten darf. Beeilung, ja, super. Kammerjäger, wir wurden entdeckt. Und der... Boah, ich hoffe, das hört wieder auf. Das nervt voll. Muni-Verschwendung hoch 10. Die Frage ist, bevor wir jetzt weiterziehen, würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Und nächste Folge sind wir quasi schon in der Kammer. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.